Ich habe heute Lust, das ganze Spiel am liebsten einfach mal durchzuzocken. Okay, und ich glaube, wir werden ziemlich viel schaffen, aber ist leider ein längeres Spiel, das wird ein bisschen dauern, aber halb so wild. Wir haben im letzten Kapitel haben wir das Tutorial hier gespielt. Dann wird es jetzt Zeit, die Menschenkampagne anzugehen, die Geisel von Lordaeron. Im Tutorial haben wir Swall gespielt, den Kriegshäuptling der Orks. Der ist von seinem Heimatland auf so eine Insel. Von dort wurde er von Fischwesen angegriffen und ist geflohen. Fakt ist, Thrall ist geflohen. Jetzt kommt die nächste Kampagne. Mal gucken, wann und wie sich diese Kampagnen dann am Ende treffen werden. Da bin ich gespannt. Ich sag euch nur so viel, es ist wirklich eine geile Story. Auf in die Menschenkampagne. Wir fangen an mit dem Video Die Warnung. Dieser Prophet in den ersten Videos war doch auch eine Krähe. Ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt. Wir erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Gefangenenlager Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd! Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie sich die Horde vor unseren Toren sammelt. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, hört auf meine Warnung. Diese Seuche in den Nordländern könnte tragische Folgen haben. Seuche? Ihr Magier seid doch paranoid. Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Seuche eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Ich habe schon gesagt, die Kirin Tor sind bereit. Wir stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne einen Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Wir machen sie nicht zu Gefangenen im eigenen Land. Gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit drohen erneut. Sie werden die ganze Welt in einen Krieg stürzen. Genug damit! Wachen! Entfernt diesen Irr! Hört doch! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen, im vergessenen Land Kalimdor. Lasst ab, Botschafter. Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für plappernde Propheten. Unser Land wird belagert. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst. Nun geht! Ich habe bei den Menschen schon einmal versagt. Doch das werde ich nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich jemand anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt liegt es an Ihnen. So viel zu plappernden Propheten, gehen wir rein in das erste Kapitel der Menschenkampagne. Verteidigung von Stranbrat. Stranbrat.
Verteidigung von Strahnbrat. Die Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Ork-Übergriffe im Süden Lordaerons gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden. Hat König Tyrenas zwei der besten Paladine des Landes ausgeschickt. Seinen Sohn Prinz Arthas und dessen legendären Mentor Uther, den Lichtbringer. Sie sollen die Orks ein für alle Mal besiegen. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uther. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Euch auch, mein Junge. Schön, dass König Tyrenas euch geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater wird doch noch träumen dürfen, oder nicht? Hier ist die Lage. Unsere Späher haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich vermutet hatte. Es kommt noch schlimmer. Sie sind im Begriff, das nahegelegene Dorf Strahnbrat anzugreifen. Unseres Wissens nach ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort auf das Lager der Orks vorrücken. Werdet ihr allein mit der Verteidigung von Strahnbrat fertig? Gewiss, Uther. Seid unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Orklager, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Und wir werden direkt in die Menschenkampagne reingeworfen. Verteidigung von Strahnbrat. Reist nach Strahnbrat. Arthas muss überleben. Ja, Fußsoldaten haben wir jetzt. Das sind hier die kleinen mickrigen Dinger da. Die nehmen wir immer gerne mit, ne? So, ihr seid mir aber im Weg. Ich will das da. Dann gucken wir noch, was wir da sonst noch haben. Da sind noch Kisten. Da ist noch eine Kiste. Da sind noch Kisten. Ja, mehr gab's nicht. Gehen wir noch einmal hier gucken, ob es noch was hier hinten gibt, bevor wir uns dann nach vorne aufmachen. Sieht nicht danach aus. Hier ist die Karte zu Ende. Okay. Dann gehen schon mal meine Männer vor. Ah, so, da. Immer ein wachsames Auge. Wir können alles gebrauchen. Seid gegrüßt. Hi. Wer hat denn da gegrüßt? Keine Ahnung. Wie, wir kommen nicht an die Kisten? Ah, die sind alle keine Fernkämpfer. Ich will hier nichts von den Dorfbewohnern kaputt. Ah, das ärgert mich ein bisschen, aber sind keine Fernkämpfer, kann man nichts machen. Hallo. Hi. Helft uns! Es ist eine Falle! Nehmt ihnen alles ab, Männer. Schnappt euch alles von Wert. Entfesselt heiliges Licht, das eine verbündete lebende Einheit um 200 Trefferpunkte heilt. Also direkt auf den Rauch. Ja, genau, funktioniert. Dann können wir also heilen. Wir müssen ein bisschen auf unsere Kumpels hier Acht geben. So viele Kumpels haben wir nicht. Die müssen beschützt werden. Ja, wir müssen hier hin. Was ist das denn? Erstmal gucken wir, ob noch eine optionale... Ja, es gibt noch zwei unentdeckte Quests. Die würde ich gerne natürlich wie immer mitnehmen. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen besser um. Irgendwo wird es schon was zu entdecken geben.
Willkommen in unserem Dorf. Ja, willkommen. Freu mich. Ich find's schön, dass ihr hier so viele Kisten hingestellt habt. Bin ich nett. Wir kämpfen für Lordaeron. Zu den Schwertern! Wo denn? Ah, die gehören zu mir. Sehr schön. Das waren also... wie heißen die Viecher? Fußsoldaten, die aber zivil waren und die haben jetzt unseren Arthas gesehen und haben gedacht, komm, wir helfen aus. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Eine Gruppe Knolle hat meinen kleinen Timmy entführt und zu ihrem Versteck im Wald gebracht. Bitte bringt ihn mir gesund wieder. Timmy, wir kommen! Da haben wir schon mal eine optionale Quest entdeckt. Timmy! Hilfe! Ja, Leute, ich komme. Helf mir! Ich sitze im Käfig fest! Wir haben keine Sie haben keine professionellen Synchronsprecher gescheut. Nur das Beste war ihm gut genug. Bitte holt mich hier raus! Ich will nach Hause! Ja, das machen wir. Oh, vielen, vielen Dank. Bitte, nehmt dies als Belohnung. Ring des Schutzes. Wow. Sind das hier auch Käfige? Gnollhütte, Gnollhütte. Nein, keine Käfige. Brauchen wir also nicht kaputt machen. Also unseren Timmy haben wir gerettet. Es gibt aber noch eine optionale Quest. Ah, Fleisch. Nein, wir sind Vegetarier. Wir lassen dieses Schwein am Leben. Oder was das sein soll. Was ist das? Ein Schaf. Lassen wir auch am Leben. Wo ist die andere optionale Quest? Ich habe was gehört. Da war ja der eine Überfall. Und hier geht's auch nur. Hilfe! Wir werden von Banditen bestohlen! Rückt eure Münzen raus, wie alle anderen vor euch. Diese Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es bedeutet uns alles. Bin dabei. Ich verfolge. Auf sie! Sprecht euer letztes Gebet! Das Geschäftsbuch. Aber vorher, wir können eine neue Heldenfähigkeit erlernen. Er umgibt den Paladin mit einem undurchdringlichen Schild, der ihn vorübergehend vor jeglichen Schaden und Fähigkeiten schützt oder erhöht die Rüstung verbündeter Einheiten in der Nähe. Da ich die ganze Zeit am Heilen bin, würde ich das, glaube ich, vorziehen. Nehmen wir mit. Ja, das ist der... unser Paladin Arthas ist einer, der supportet. Ich bin schon die ganze Zeit am Heilen, habt ihr ja gesehen. Und jetzt macht er die umgebenden Einheiten stärker. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier.
Was denn? Ah, jetzt habe ich einmal nicht hingeguckt. Ah, ne. Banditenlord. Was habe ich bekommen? Foliant. Ah, Foliant der Stärke. Wir sind also stärker geworden. Das nehmen wir gerne mit. Dann haben wir alle Optionalen erledigt. Jetzt nur noch. Reist nach Strahlenbad. Arthas muss überleben. Helft uns! Entkommt! Tötet ihn! Verdammt, der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder! Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Support-Zaubern. Ich bin lieber auf sie mit Gebrüll-Typ, ja. Also hier ist ein Friedhof. In anderen Spielen, ja, da könnte vielleicht noch was kommen. Aber erstmal sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Die Häuser könnte man kaputt machen, aber wir wollen ja nicht hier unsere Verbündeten die Häuser kaputt machen. Aber ihre Kisten, das machen wir sehr wohl. Schafft diese elenden Wichte zusammen mit den anderen fort. Bewegung! Jungs, geht mal aus dem Weg. Ich will mal hier das haben. Und direkt benutzen. Und es geht weiter. Also hier ist, wo es wirklich weitergeht. Ich würde aber gerne noch hier gucken, was es hier zu entdecken gibt. Ich bin immer so ein neugieriges Kerlchen. Angriff! Ich würde sagen, hat sich gelohnt. Unsere Armee ist größer geworden. Ah, Kisten. Zeigt mir euer Geheimnis. Nichts drin, weiter. Jetzt kommt der große Krampf. Seid gesegnet, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt. Wir finden sie und bringen sie sicher nach Hause. Prinz Arthas, Lord Uther braucht euch sofort beim Orklager.
dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir! Also bei den Synchronisationen der Kinder haben sie echt keine Kosten und Mühen gescheut. Haben sie einfach einen Erwachsenen genommen. Hallo, ich bin der Timmy. Professionelle Besetzung. Schwarz wie der Fels, Kapitel 2. 20 Minuten später in Utas Lager nahe der Siedlung des Schwarzfels-Clans. Ah, genau richtig, Junge. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Anführer der Orks ausgesandt. Sie müssten gleich zurück sein. Oder auch nicht. Verdammt, diese Orks werden niemals kapitulieren. Dann nichts wie hin und lasst uns den Monstern den Garaus machen. Vergesst nicht, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Wenn wir dem Blutdurst die Zügel überlassen, sind wir nicht besser als die Orks. Natürlich, Uta. Wohlan, wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gern. Ich bleibe hier, um das Lager vor diesen grässlichen Monstern zu bewachen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das weiß ich, Junge. Einem Paladin ist das Gefühl der Rache verborgen. Baut eine Kaserne, baut zwei Höfe, bildet 6 Fußsoldaten aus und was Optionales, ja, haben wir auch. Also, errichtet einen Stützpunkt. Baut eine Kaserne. Wo ist denn hier alles? Sägewerk, kann man nicht. Hier ein paar Arbeiter. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, kommt gleich. Die Arbeiter sammle ich mal hier. Hotkey 5. Ihn machen wir auf die 1. Ich kann schon mal anfangen zu erkunden. Gold. Hier ist nichts. Hier könnte ein Angriff kommen. Hier haben wir irgendwie Geschütztürme und da auch. Also ich soll dann diese Seite beschützen. Und du holst noch Holz. Ah, jetzt brauchen wir unbedingt. Was brauchen wir? Kaserne noch nicht. Erstmal Höfe. Würde ich sagen, hier hinten ein paar Höfe bauen. Errichtet mehr Höfe. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Damit das schneller geht, hilfst du auch mal bei der Hoferrichtung. Dann hätten wir, glaube ich, genug. Das Erste. Ja, guck mal, der Uta, der geht hier immer hin und her. Oh, ich bin Stufe 2 und der ist 10. Arbeit ist vollbracht. Gut gemacht. Ob ich mich alleine rauswagen kann, mal kurz. Nur mal, um zu spinksen. Was haben wir denn hier? Seid gegrüßt, werter Mensch. Wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen? Was jagt ihr Zwerge denn in dieser Gegend? Wir jagen Schwarzdrachen. Es heißt, aus dem Blut der Drachen ließen sich feurige Verzauberungen herstellen. Feurige Verzauberungen? Das könnte sich als nützlich erweisen. Die Bestie, die wir jagen, heißt Serinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. Kaserne befindet sich im Auftrag. Tötet den schwarzen Großdrachen Serinox. Bringt Peranor Stahl C das Herz von Serinox. Arbeit ist vollbracht. Und als Gegenleistung darf ich auch hier diese Typen hier benutzen. Arbeit ist vollbracht. Oh. Das lohnt sich ja auch. Eisenschwerter. Ey, das lohnt sich alles. Nehmen wir alles mit. Ansonsten würde ich hier nochmal kurz draufhauen auf die Kisten.
Ich glaube, ich traue mich sogar schon mit dieser kleinen Armee da nach unten. Ja, da muss ich aufpassen, weil ich ja immer heilen muss. Hm, gefällt mir nicht. Was ist denn mit dem da? Achso, das ist... Ah, das ist der, dem wir das bringen müssen. Jetzt ist die Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Das müsst ihr mal eben. Das musst du mal eben alleine abwehren. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, kommt ja alles. Ich muss jetzt erstmal hier im Drachen plätten. Unsere Stadt wird belagert. Ach, der kann da gar nicht angreifen. Forschung abgeschlossen. Der kann unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist halt ein Nahkämpfer. Der kommt da nicht dran. Ihr wagt es, mich herauszufordern. Ja. Ihr Sterblichen werdet mit jeder Generation aufmüpfiger. Bringen wir dieses Herz zu den Zwergen zurück. Machen wir. Dann sammelt es doch ein. Ja, die Wegfindung ist jetzt nicht so optimal, ist ja auch ein älteres Spiel. Da wollen wir mal nicht so. Forschung abgeschlossen. Weil hier wird nichts mehr passieren. Dann geht ihr mal zu Fuß dahin. Dann mache ich noch einen Arbeiter und noch ein bisschen Armee. Scharfschütze, auch gut. Dann würde ich die hier mehr nach vorne. Ach guck mal, ein Turm haben die schon platt gekriegt. Dann mache ich erstmal den Turm neu, bevor ich irgendwas anderes mache. Nun werde ich eure Waffen umschmieden und ihnen die Macht sengender Hitze verleihen. Schön. Ach, das ist... Sag mal, sengende Hitze. Hier ist Forschung abgeschlossen. Schön. Das heißt, ihr begeht jetzt auch nochmal dahin. Muss ein bisschen was basteln, bevor es weitergeht. Und zwar eine Schmiede. Arbeit ist vollbracht. Ist das jetzt auch so ein Sägewerk, dass sie da das Holz immer hinbringen? Weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Ich brauche wieder Höfe. Ich brauche wieder Höfe. Optional jetzt nur eine unentdeckte Quest. Errichtet einen Stützpunkt. Ja, und dann geht's weiter. Errichtet mehr Höfe. Ja. Habe ich auch schon mitbekommen. Ich mache mich ja auch schon auf den Weg. Höfe wollte er, ja. Höfe. Forschung abgeschlossen. Das sind dann erstmal genug Höfe. Ja, ich brauche Höfe. Ah, da sind ja Kisten, die habe ich ja gar nicht gesehen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Und ist es da, wo die Holz hinbringen? Nein, da bringen die Holz hin. Ah, Sägewerk. Okay, das ist nur eine Schmiede. Mit der Schmiede können wir irgendwas Tolles machen. Die Frage ist nur, was?
errichtet mehr Höfe. Arbeit ist vollbracht. Was meinst du, was der hier macht? Fußball spielen oder was? Ah, kommt doch alles. Ja, Fußsoldat. Ach so, ich brauche Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Was brauchen wir noch? Ja, und jetzt nur noch die Fußsoldaten. Was kannst du basteln? Das haben wir alles. Dann würde ich sagen, ich benutze die einen jetzt konsequent immer. Ich kann hier nicht bauen. Immer Türme bauen. Stupide Türme bauen. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist vollbracht. So. Mal gucken, was jetzt kommt. Arbeit ist vollbracht. Närrischer Paladin! Die Hexenmeister des Schwarzfels-Clans haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, dieses Gewäsch habe ich schon einmal gehört. Ihr Orks begreift es einfach nicht. Es war nur ein Trugbild. Verdammt, was haben diese Hunde vor? Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Ihr kranken Dreckskerle, damit kommt ihr niemals durch! Tötet die Orks. Tötet sie alle! Also dafür, dass der... Arbeit ist vollbracht. Paladin niemals nach Rache lüstern sollte, ist er aber jetzt ein bisschen in Rage. Arbeit ist vollbracht. Ja, wieder die Wasserviecher. Hier? Die müssen ein Lager in der Nähe haben. Arbeit ist vollbracht. Ah, ich kann aufsteigen. Machen wir erst noch mal den Kampf zu Ende, dann steigen wir ein bisschen auf. Klauen des Angriffs, sehr gut. Wenn ihr mich mal durchlassen würdet, dankeschön. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Hier muss man auf jeden Fall ein bisschen besser aufpassen, weil man immer heilen muss. Das Inventar ist voll. Kann man ändern. Da ging's nicht weiter, soweit ich sehe. Dann gehen wir. Hier ist ein Weg, ne? Da scheinbar. Ich gehe einfach mal da und du machst dann irgendwas Tolles. Mach mal irgendwas Tolles. Höfe zum Beispiel. Da. Seht ihr, und wenn das Holz da weggebaut ist, kann man hier richtig ausbauen. Das sollte aber dann jetzt genug Höfe sein. Dann noch ein paar davon und davon. Es ist mehr Gold erforderlich. Hier ist auch ein Weg, oder wie? Hier ist ein Weg und da. Ja, die treffen sich. Alles klar. Oh.
Arbeit ist vollbracht. Oh, das sieht ein bisschen tougher aus hier. Eieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, weil. Versteht. Nein! Unser Held ist gefallen! Ah, es gibt Minuspunkte. Das gibt ordentlich Minuspunkte. So, Held ist gefallen. Das heißt, wo ist unser... Da. Nein. Wo ist denn da, wo der Held wieder rauskommt? Da. Den kann ich noch dreimal wiederbeleben. Oh, jetzt habe ich aber echt dick auf die Schnauze bekommen. Arbeit ist vollbracht. Kann man echt nichts mehr aufbauen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, ich hätte... Jetzt ist die Frage, muss ich mich da durchschmetzeln? Ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Die kosten 135 und die 205. Die sind wohl besser. Gut, dann... Das ist eine gute Armee. Wir versuchen es nochmal. Wir gehen hier in die Nähe. Unsere Stadt wird belagert. Arbeit ist vollbracht. Und hier wird dann wahrscheinlich weitergehen, ne? Vielleicht ist es einfacher von hier. Na gut, das genießen wir so richtig. Ich sehe was. Weil nach diesem Arbeit Spiel ist vollbracht. Wo ich meinen Greenscreen wieder einrichten. Die Lichtverhältnisse haben sich hier krass geändert. Oder? Oder will ich mit... Ja doch, da sieht man was. Das ist andere Seite hier, ne? Ja, da muss ich gleich ein bisschen was umstellen. Das machen wir gleich. Sieht so aus, als wenn wir da wirklich durchlatschen müssen. Oh, das kann ja nur eine kleine Einstellung sein, indem ich das hier näher mache. Oder? Nein, es ist einfach zu viel Licht hier rein. Okay. Ist egal, wir machen hier erstmal weiter. Ah, da ist das dumme Dorf von denen. Wir versuchen es mal hier. Level. Heilen verbessert. Jetzt haben wir das Heilen verbessert. Der Klingenmeister. Abgeschlossen. Gut gemacht, Junge. Das war ein tadelloser Sieg.
Ich weiß nicht, Uta. Diese Orks haben die Dorfbewohner als Opfer hingerichtet. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Nur Mut, Junge. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt. Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag. Jetzt machen wir erstmal Kampagne beenden. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.